Freunde, damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Transport Fever. Dieses Mal auf meinem Zweitbildschirm. Ich habe schon ein bisschen getestet, es läuft flüssiger, sagen wir mal so. Jetzt werden wir mal kurz das Baumenü sehen. Ja. Ich habe ein bisschen rumgetestet. Es liegt wirklich am 4K. Obwohl ich Tests darüber gelesen habe, dass es ja locker in der 4K-Auflösung geben sollte. Aber man merkt hier, sobald eine Kreuzung stattfindet, ja, leckt es selbst auf meinem Full-HD-Bildschirm. Also da muss man dann auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Ja, weil ich glaube kaum, dass so jemand im Baumenü arbeiten möchte. Kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall sind wir hier letztes Mal stehen geblieben. Ich habe die Mausrichtung eigentlich umgeändert. Wahrscheinlich bin ich noch ein bisschen verwirrt von vorhin. So wird's sein. Wir brauchen auch wieder diese hier. Schauen wir mal schnell. Jawohl. Oder? Und wir nehmen die. Na, ich glaube, wir nehmen gleich die hier. 3, 4, 5. 5. Achso, wir haben nicht genug Geld. Ja, leihen wir uns mal ein bisschen was. So. Dampf. Diese hier. Das ist dann Linie 7. Würde ich sagen, schicken wir hier auch gleich einen weiteren Zug drauf. Da brauchen wir jetzt aber die schnelle Lokomotive. Kostet 2,5. Ja, leihen wir uns mal ein bisschen was. Die machen 80, die machen 50, 100. Ich weiß, die sehen zwar nicht schön aus, sind aber dafür deutlich leichter und kosten weniger. Machen wir mal 4. Den Rest zahlen wir mal gleich zurück. Linie zuweisen, die da, genau. Hat er schon was dabei? Nein, noch nicht. Okay, hier sehen wir, die Produktion ist zurückgegangen. Warum denn das? Oh, okay, hier ist zu viel gelagert. Das bekommen wir nicht alles mit. Okay, dann müssen wir den Zug gleich mal bearbeiten. Wenn ich da schon mal Bescheid weiß. Halt, wo ist denn unser Zug? Ist der gerade aus dem Bahnhof reingefahren oder wie? Der gibt deutlich schneller Gas. Aber das ist ja auch die schnellere Lokomotive. Hätten wir auch wieder die andere eigentlich nehmen können. Aber schauen wir mal. So, jetzt ist die Frage, wer kriegt als erstes Grün? Oh, ist spannend. Ja, natürlich die Passagiere. Bin mal gespannt, wie das hier angezeigt wird. Mit Warte auf freie Wege, oder? Ich denke mal schon. Vor allem was... Genau, Warte auf freie Wege. Ups. Was ich noch ein bisschen krass finde, der Zug bremst zu früh. Zu spät meine ich. Der Zug bremst für mich zu spät, ja.
Früher war es ja so, da war es ja wirklich schon ziemlich, ziemlich früh. Aber jetzt ist es zu spät. Meines Erachtens nach. So, okay, anscheinend brauchen wir mehr Getreide als Vieh. Warum auch immer. Aber da werden wir jetzt auf jeden Fall mal schnell was machen. Wenn der Zug wieder da wäre, ist... Oh, ein bisschen schneller hier. Tust du mal abladen. Und dann kommst du mal ins Depot. Und dann verpasse ich dir da mal gleich nochmal nicht genug Geld. Ach, nochmal zwei von dem. Und nochmal ein von dem hier. Ja, fahr mal raus. Fahr mal raus hier. Oh, schafft es die Lok? Gib mal Gas. Bin mal gespannt, auf wie viel sie beschleunigt oder ob wir da die andere Lok davor setzen müssen. Ja, es geht, sagen wir mal so. Getreide ist noch ein bisschen was da. Aber da werden wir jetzt mal gleich... Auto-Save! Werden wir... Oh, okay. Wir haben mit 282 Mikado bekommen. Dann werden wir jetzt gleich mal sehen, wie sich hier die Lager füllen. Denn ich glaube, das hier... Wir haben... Ja, Getreide ist leer. Wir brauchen... Warum brauchen wir mehr Getreide? Keine Ahnung. Frag mich nicht. So, Getreide füllt sich. Das ist schön. Können wir schön produzieren. Da schwankt es gerade zwischen 116 und 118. Gehen dann hier auch schneller. Immer im Wechsel? Okay. Ja, nicht ganz im Wechsel. Deshalb frage ich mich, warum wird dann nicht schneller einfach gesagt, bring es zum Bahnhof. Anzahl Einheiten, die an Abnehmer geliefert werden könnten. Okay. Also Getreide geht leer, aber wir liefern ja schon nach. Das ist gut. Das heißt, wenn der Zug so weiterfährt, haben wir auf jeden Fall einen Überschuss. Ja. Bin mal gespannt. Haben wir da bald eine Vergrößerung? Ja, bald ist es soweit. Ich glaube, den Zug müssen wir bald nochmal ausbauen. Lass ich das Fenster mal offen. Ach, da steht schon Vergrößerung in 3 Monaten geplant. Okay. Steht es hier auch schon? Nee. Oh, fuck, jetzt habe ich es weggegeben. Wollte ich hier offen lassen.
So, wir haben wieder ein G3 Überschuss, wahrscheinlich. Ja, nicht ganz. Okay, jetzt ist keine Vergrößerung mehr geplant. Hätte mich auch gewundert, weil wir haben die 200 nicht mal erreicht. Wir könnten natürlich sagen, wir können, der könnte doch auch mehr produzieren. Genau. Wir können ja einfach sagen, wir stellen jetzt hier nochmal einen zweiten Zug drauf. Wir müssen aufpassen, dass die hier uns... dass die hier uns noch wegliefern können. Wie viel kann der maximal? 60. Ja, geht noch. Oder? 60? Hab ich mich verzählt? Ja, 60. Wir könnten ja einfach sagen, wir schicken hier einen zweiten Getreidezug drauf, der nur Getreide transportiert. Wenn wir hier... es gibt sich nichts eigentlich. Dann haben wir hier 60, 80, 195 und hier hätten wir... 95,90, da wären wir sogar noch billiger dabei, ja. Das heißt, wir könnten sagen, 1, 2, 3, 4, Zug davor, Zug davor, Lok davor. Was fährt die? Die fährt 90. Ja, nimm mal die. Die hat uns ja schon geholfen oft. Was setzen wir denn da noch drauf? Oh, und dann hilft er uns hier mehr Getreide anzuliefern. Okay. Das war wahrscheinlich wieder ein Ladeleck. Oder wie man ihn auch immer nennen soll. Was? Warum? Warum kann hier nur ein Vieh Anzahl Einheiten, die an Abnehmer geliefert werden könnten? Ach so, weil er voll ist, wahrscheinlich. Der ist ja auch fast komplett voll. Ach so, das heißt, wenn das Lager voll ist, liefert der auch nichts mehr. Okay. Verstehe. Jetzt haben wir hier viel Getreide im Lager. Autosave! Planen die da hinten eine Erweiterung? Nein, okay. Das schwankt jetzt so zwischen... ja, das wäre jetzt gerade so bei 175, wäre das dann. Können wir hier mal gucken. Das füllt sich ja wieder, das Getreide. Das ist Linie 5. Linie 7, ah, das reicht alles noch wunderbar.
Oh, der transportiert weniger. Oh, 5 Millionen. Darlehen zurückzahlen.